17 Zeitungen. Ein Verleger, Martin Balle. Kann das funktionieren? Mit die größte Zeitung ist das Straubinger Tagblatt. Und die große Frage ist natürlich, was sagen eigentlich die Macher und die Einwohner von Straubing zu ihrer Tageszeitung? Und schon sind wir in der Innenstadt von Straubing auf dem Theresienplatz. Also ich schaue mich jetzt erstmal hier im Zentrum um. Und ich gehe zum Oberbürgermeister. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Wir sind jetzt beim Oberbürgermeister in Straubing, Markus Pannermeier. Seit 6 Jahren regiert er hier. Herr Pannermeier, welche Beziehung haben Sie denn zum Straubinger Tagblatt? Ja, ich denke, wie jeder Mensch in Straubing, eine sehr intensive. Also für mich kann eigentlich kein Tag beginnen ohne die Morgenlektüre mit dem Straubinger Tagblatt. Sind Sie zufrieden mit der Berichterstattung? Nun, als Politiker wird man nicht jeden Tag natürlich zufrieden sein, aber das ist ja auch gut so, dass die Presse, die Medien kritisch berichten. Aber was sehr wichtig ist, denke ich, dass eine Heimatzeitung Identität stiftet, aus dem Nahraum, aus der Heimat berichtet. Wenn Sie der Zeitung eine Schulnote geben würden, welche wäre das? Ich bin Lehrer vom Beruf, aber ich habe seit 2008 keine Schulnoten mehr vergeben und deshalb tue ich das heute auch nicht. Und wenn Sie heute mal eine Ausnahme machen? Dann mache ich keine. Kennen Sie diese Zeitung? Ich kenne diese Zeitung. Ich bin sogar ziemlich eng mit ihr verbunden. Ich arbeite nämlich dort. Lese ich täglich um 4:30 in der Früh. Ich bin täglicher Leser und ab und zu schreibe ich auch dafür. Und was gefällt Ihnen nicht an dieser Zeitung? Da habe ich nichts dagegen auszusetzen. Oder es gefällt mir. Man könnte neue Konzepte einbauen, damit man das Ding praktisch auch in eine Zeit zieht, die nicht mehr so printabhängig ist. Werden Sie gut bezahlt? Den Zeitaufwand darf man jetzt nicht in ein Verhältnis setzen zu dem, was man als Belohnung bekommt. Bei mir ist jetzt Monika Schneider. Sie leitet die Lokalredaktion. Wie lange arbeiten Sie denn schon fürs Straubinger Tagblatt? Ich arbeite schon 25 Jahre hier. Ich denke, es ist sehr familiär. Man hat einen kurzen Draht zum Verleger, zu den anderen Redaktionen. Und wir haben doch eine gewisse Autarkie als Redaktion. Wie CSU-lastig ist denn das Straubinger Tagblatt? Das sollten Sie dem Verleger fragen, danke, der dir mal sagen. Ich denke, wir bemühen uns, dass wir alle vor Ort kommunalpolitisch tätigen Kräfte in der Zeitung abbilden. Wir stehen jetzt im Herz des Druckzentrums hier in Straubing. Hier werden alle Tageszeitungen gedruckt. Und Wolfgang Heitzer ist der technische Leiter. Er ist der Chef hier im Haus. Welche Zeitung wird jetzt gerade gedruckt? Es wird ein Anzeigenblatt für den Sonntag gedruckt. Für die Leser, die unsere Zeitung noch nicht abonniert haben. Lesen Sie auch die Zeitung gern? Ich brauche sie jeden Tag beim Frühstück. Okay. Wie sieht das aus? Was lesen Sie am liebsten? Meine Frau sitzt mir gegenüber am Frühstückstisch. Die Zeitung wird geteilt. Ich nehme den ersten Teil als politisch, regional, ländlich. Meine Frau fängt mit den Anzeigen an. Und dann wird untereinander ausgetauscht. Zeitungslesen dauert in der Früh bei mir mindestens eine halbe Stunde. Welchen Eindruck hast du jetzt? Also mein Eindruck nach der kleinen Umfrage ist, dass die Straubinger ihre Tageszeitung wirklich gerne lesen und dass die Mitarbeiter auch gerne für ihre Zeitung aktiv sind, aber sie könnte etwas zukunftsorientierter sein.